بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لبقش فيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي فراغ لوتت: ما يجوز للحاضرين وغيرهم إذا مات إنسان؟ Was ist mir erlaubt, wenn ich eine Leiche von einem Bruder zum Beispiel besuchen will? Was ist mir erlaubt? Es gibt viele Sachen, die uns erlaubt sind, wenn man einen Bruder, der gestorben ist, besuchen will. Und wir sagen immer, es ist uns erlaubt, was uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat. Weil man merkt, sogar man sieht, auch viele Muslime, die manche Sachen, die nicht Islam gehören, machen. Zum Beispiel, wenn ein Bruder stirbt oder eine Schwester stirbt, seine Familie, machen die Kerze an. Und die sagen, diese Kerze muss so anbleiben. Besonders, wenn der Bruder in der Nacht gestorben ist. Hier gibt es gar keinen Beweis. Sogar, wer macht sowas? Die nicht Muslime sind, die nicht mit Islam zu tun hat. Und wir sagen immer, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wenn jemand etwas zum Islam gebracht hat, was nicht Islam gehört, wird nicht von ihm angenommen. Deshalb, liebe Geschwister, es ist immer leichter, dass wir machen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Einfach, leicht zu machen. Was man machen darf. Erstens, du kommst rein und du siehst die Leiche von dem Bruder. Du kannst sein Gesicht frei machen und sogar zwischen seinen Augen ihn küssen. هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das hat رسول الله صلى الله عليه وسلم gemacht. Und auch Abu Bakr hat für ihn auch das gemacht. Das heißt, das ist ein Sunnah, die wir auch machen können. Und zweite Sache ist, man darf weinen, aber ganz normal weinen. Nicht laut schreien und nicht unsere Klamotten zerreißen und nicht schimpfen oder sogar ein paar Wörter, die mit Schirk zu tun hat, aussprechen. Wie zum Beispiel, ja Allah, warum hast du mein Kind oder warum hast du meine Frau genommen? Und solche Sachen. Man darf sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das darf man sagen. Aber dass man sowas sagt, es ist nicht von Islam. Darf man weinen? Ja, man darf weinen. Denn هناك أحاديث, es gibt mehrere Ahadith, die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Auch von Sahaba, radiyallahu anhum, wie an Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, sagte, Jabir ibn Abdullah sagte, لما قتل أبي als mein Vater also getötet wurde, جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبي. Das heißt, sagte, als mein Vater gestorben ist, ich habe dieses Tuch von seinem Gesicht weggemacht und habe ich geweint. Und die Sahaba sagen die mir, brauchst du nicht, darfst du nicht. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat mich gesehen und hat mir nichts gesagt. Subhanallah. Und sogar auch meine Tante, sie hat auch richtig geweint. Und auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, Tabkina, awla tabkin, ob du weinst oder nicht weinst, ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Subhanallah. Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu seiner Schwester Fatima radiallahu anha, ob du weinst oder nicht weinst, die Engel haben die ihm mit ihren Flügeln Schatten gemacht, bis ihr ihn genommen habt. Allahu Akbar. Rawi al-Bukhari und Muslim. Wer ist der Vater? Der Vater, der wegen ihm diese Eier gekommen ist. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Und meine ja nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn
und werden versorgt. Allahu Akbar. Das ist ein Beweis, dass man weinen darf, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen und nicht gesagt. Und Abu Bakr radiallahu anhu, er hat auch das gemacht, sogar als er auch gehört hat, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, kam sofort und er hat sogar Umar. Und Umar sagte, wenn jemand sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ich werde seinen Kopf abhaken. Warum? Weil sie nie gedacht haben, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seinen Sahaba verlassen muss. Dachala ala Aisha radiallahu anha, Tumma sagte, ich habe diesen Tuch, die auf ihm war, weggemacht. Und Qabbalahu hat ihn geküsst. Tumma baka, da hat er richtig geweint und sagte, Abu Bakr radiallahu anhu, بأبي أنت وأمي يا نبي الله الله أكبر. Das ist sein Freund, sein Gesandter صلى الله عليه وسلم sagte, أما الموتة التي عليك فقد متها لا إله إلا الله. Was den Tod betrifft, du hast schon oder du bist schon gestorben. Andere Rewaya, لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها الله أكبر. Du bist den Tod gestorben, der nicht danach stirbst. Das ist auch ein Beweis, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schon gestorben ist. Wie auch Allah azza wa jalla sagt, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Das ist ein Beweis, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. An die so viele Leute, die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Leben noch und sogar gibt es manche Sekten, die tanzen nach dem Gebet und dann auf einmal die stoppen und sagen, jetzt ruhig, jetzt kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder jetzt ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Wie kann sein, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu euch in diesem Zustand oder in diesem Zustand zu euch kommt, wo ihr richtig Bid'ah macht, wo ihr richtig Schirkiyat macht? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommt nicht zu euch. رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكشور gestorben. إنك ميت وإنهم ميتون. Und gibt's auch einen Beweis, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم auch als sein Sohn Ibrahim gestorben ist. قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم hat ihn geküsst und ihm auch gerochen. ثم sagte ihm عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله. Das heißt, du weinst auch يا رسول الله. قال نعم يبن عوف إنها رحمة. Das ist Barmherzigkeit. Diese Weinen, was man weint, das ist رحمة. رحمة من الله عز وجل. ثم أتبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع. Die Augen tränen. والقلب يحزن. Herz ist traurig. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Wir sagen nur, was Allah Azza wa Jal zufrieden macht. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. Und wir sind richtig traurig, weil du uns, ja Ibrahim, beabschiedet hast. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. Das heißt, man darf, wenn wir einen Bruder, der gestorben ist, man darf ihn zwischen seinen Augen oder in seinen Stirn küssen und man darf auch weinen. اللهم ثبتنا على الشهادة اللهم اجعل آخر قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته